Marc Bellinghaus, euer Influencer, auch über MeToo ganz besonders, denn wir gucken hier auf einen Straftäter, der mich als jungen Schauspieler missbraucht hat, der mich mit seiner Droge nach Wahl, Kokain, zum allerersten Mal in meinem Leben bekannt gemacht hat. Ich bin kein Koks-Abhängiger, Gott sei Dank, geworden, wie im ganz im Vergleich zu anderen Leuten. Ja? Ich glaube, das Foto sagt eigentlich schon alles. Und das ist schon einige Jahre her. Ja? Diese Sache ist notwendig. Denn ich habe genug gelitten in meinem Leben. Wegen Leuten wie Bernd Eichinger. Wie? Das ist das Lustige, habe ich gerade gesehen. Da ist noch ein Foto mit Martin fucking Moskowitsch, meinen allerersten Produzenten von diesem Schundfilm Schulmädchen 84. Das wurde unter Jugend 84 gedreht und dann hat dieser Kerl das umbenannt in Schulmädchen 84, damit das sowas Anrüchtiges hat. Es ist einfach unfassbar, was hier abgeht in dieser deutschen Film-, Theater-, Fernsehszene. Und dagegen werde ich jetzt vorgehen und ich habe genug Beweise. Und das Wichtigste wäre ein Outing von Til Schweiger und Hannes Jenicke, der uns alle seit Jahrzehnten verarscht mit seinen ganzen Scheinfreundinnen und bla bla bla. Ein Outing als Schwuler ist heutzutage nichts Schlimmes mehr. Aber ein Outing als Missbrauchsopfer der Kirche, das ist wirklich nicht einfach. Und insofern, das habe ich auch schon bereut, weil es da komplett irre Leute gibt, die einen angreifen, die sich zusammentun mit anderen MeToo-Straftätern, wie Günter Behlitz hier in Münster. Da kommt Matthias Katsch und Martin Schmitz, beides Missbrauchsopfer der Kirchen, die kommen und machen zusammen gegen mich. Das brauche ich mir nicht gefallen lassen. Und das werde ich auch im Gericht am 17.04. erzählen. Und ich fordere nochmals Herrn Til Schweiger auf. Sie sind 60, sie schlagen um sich am Filmset. Sie haben ein wirklich verachtenswertes und wirklich peinliches Interview im Stern gegeben. Und was soll das? Sie hätten einfach mal sagen können, ja, es stimmt, Herr Bernd Eichinger hat eine Scheinehe geführt mit dieser komischen Nina, diese andere da, diese Frau, nicht die Tochter, sondern die zweite, die auch Eichinger heißt. Das ist doch peinlich. Wo sind wir denn? Sind wir jetzt 1934 oder 44, wo es Verbrechen ist, schwul zu sein? Ich habe mein Outing bezahlen müssen mit 16, mit großen, großen Problemen in meiner Familie. Ja, das sieht man heute noch. Meine irre Halbschwester versucht mich hier seit 13 Jahren fertig zu machen, gerichtlich. Das werde ich jetzt alles ein für alle Mal einstellen. Und das hier, diese deutsche Filmszene, das ist wirklich peinlich. Das ist untragbar. Das ist wirklich eine Verarsche hoch 10. Und das ist gefährlich für Leute, die Nachwuchs, die auch sowas nachmachen wollen. Die werden ausgenutzt, die werden verarscht, die werden dann auch noch von der Presse fertig gemacht, weil sie dagegen vorgehen und die Wahrheit sagen. Wissen Sie, wie schwer das war, überhaupt zu sagen, ich bin in der Kirche missbraucht worden? 2019 habe ich das gesagt im Theater Münster und jetzt stehe ich hier im Theater Münster. Da haben sie mir mein Theaterstück Kinderhaus geklaut, haben Kinderhäuser draus gemacht. Das ist untragbar und das ist wirklich ein absoluter Skandal. Und ich sage es hier, weil es wahr ist. Und weil Katharina Kost-Tolmein, die noch Intendantin von Münster, ihren Hut nehmen muss, mit ihrem Mann zusammen, die haben sich nämlich durch Vetternwirtschaft und Nepotismus hier breit gemacht und verarschen das Publikum. Das Publikum hat sie abgewählt in meiner Petition mit 390 Unterschriften und Stimmen. Das ist viel für so ein kleines Nest und so eine Provinzstadt wie Münster. War das viel? Ich habe dafür hart gearbeitet, Herr Schweiger. Ich bin hier jeden Abend vors Theater gegangen, habe meine Petitions
Flugblätter ausgegeben. Es ist kein Verbrechen, dass sie sich durchs Bett hochgearbeitet haben. Sie haben ein geschätztes Vermögen von, was weiß ich, 250 Millionen oder keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich gönne ihnen auch ihre ganzen Fikas auf Teneriffa und Mallorca und wo auch immer. Aber seien Sie verdammt nochmal ehrlich, weil das ist Scheiße, was Sie hier tun. Das ist große Scheiße. Sie sollten endlich dazu stehen, weil ich bin Opfer dieser ganzen Irren wie Ihrem Bernd Aichinger geworden, von einem Günter Behlitz. Ich habe am Theater gespielt, Herr Schweiger, das würde ich Ihnen auch mal raten. Sie haben nie Theater gespielt, ja? Und erklären Sie uns mal, warum Chiller und auch Herr Till Schweiger, warum da die Worte Hitler drin sind. Das verstehen wir überhaupt nicht, Herr Schweiger. Vielleicht können Sie uns das mal erklären. In Ihrem Rollennamen im Tatort Chiller ist Hitler drin. Und in Ihrem Sohn, den Namen Ihres Sohnes, kommt auch Hitler raus. Das hat doch irgendeinen Grund, oder?